Aha. Das ist doch unser Jens, der sich da dreht. Ganz genau. Und zwar in der Schwerelosigkeit. Jens hat an einem Parabelflug teilgenommen. Damit ganz herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit aus Düsseldorf. Das Ganze ist ein Experiment, an dem viele Wissenschaftler teilnehmen. Auch ein Team der Düsseldorfer Uniklinik war an Bord, hat sich vorgenommen zu erforschen, wie die menschlichen Blutgefäße auf die Schwerelosigkeit reagieren. Und jetzt war es soweit. Von Bordeaux in Frankreich sind Sie mit dem europaweit einzigartigen Parabelflieger gestartet. Der macht durch extreme Flugmanöver solche Forschung überhaupt erst möglich. Auf die Plätze, fertig, los! Keine halbe Stunde ist vergangen seit dem Start in Bordeaux. 6000 Meter über dem Atlantik treffen die Düsseldorfer um Dr. Nana Yao Bingpongbuta letzte Vorbereitungen für ihren Versuch. Du kannst ihn beobachten, was er macht. Und ab der zweiten würden wir dann messen. Und ab der zweiten kommst du auch hoch. Noch ist es ein ganz normaler Flug. Gleich aber folgt die erste von insgesamt 31 Parabeln. Sie beginnt mit einem extremen Steigflug bei Vollgas. Jetzt gilt, nicht den Kopf bewegen, dem Druck knapp das Doppelte der normalen Schwerkraft standhalten und dann bereit sein. Okay, Leonie, komm hoch, langsam. Sehr gut. Halte ich bei mir fest. Genauso, alles gut? Ich bin drin. Okay, das ist es, genauso, das ist es. Die Mikroskopkamera macht sichtbar, was in den kleinsten Blutgefäßen unter der Zunge passiert. So halten. Prima, okay. Sehr gut, sehr gut. Das ist es. Noch einen, noch einen. Okay, pull out. Zurückfallen lassen. Diese kurzen Videosequenzen sind der Schatz, auf den die Düsseldorfer aus sind, in den Phasen von 22 Sekunden Schwerelosigkeit. Wie reagiert der Blutkreislauf darauf und welche Probleme könnten Astronauten auf Langzeitmissionen der Zukunft bekommen? Darüber wollen sie mehr herausfinden. Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung und andere Laborwerte werden dafür erhoben. Okay, zurückfallen lassen. Gut, das war gut, okay. Also bisher klappt es sehr gut. Also die ersten zwei haben wir jetzt hinter uns. Das hat gut funktioniert, was wir machen. Also ich freue mich auf die anderen 28. Boah, scheiße. Nicht ganz so reibungslos kommen die Physiker der Uni Duisburg-Essen voran. In ihrem speziellen Windkanal verwirbeln sie künstlichen Staub aus winzigen Glaskügelchen. Das soll Aufschluss darüber geben, wie Planeten entstehen. Doch alles richtig zu justieren, macht Probleme. Zum Beispiel, dass wir unseren Wind zu stark eingestellt haben und sämtliche Kügel eigentlich schon nach der 18. Parabel verloren haben. Bedeutet gute Erkenntnisse, aber auch ein vorzeitiges Ende des Experiments. Im Cockpit herrscht währenddessen höchste Konzentration. Drei Piloten steuern das Flugzeug gleichzeitig durch die Parabeln. Im steilsten Punkt schalten sie den Schub ab. Das ist der entscheidende Moment, erklärt Chefpilot Eric Delesalle. Jetzt haben wir eine Zero-G-Phase. Der Pilot achtet jetzt genau auf den Beschleunigungssensor, um die Schwerelosigkeit möglichst sauber über die ganze Zeit zu halten. Das ist eine sehr gut gelungene Parabel. Was jetzt folgt, ist der sogenannte Pull-out. Das Team fängt die Maschine sanft wieder ab. Sanft bedeutet, dass auch in dieser Phase doppelte Schwerkraft herrscht. In diesem ständigen Wechsel zwischen an den Boden gepresst werden und losgelöst sein, sammeln die Düsseldorfer weiter beharrlich ihre Daten. Proband Torben Knoos genießt es. Also es macht unheimlich Spaß, man freut sich auf jede neue Parabel. Und es ist, jedes Mal ist das Gefühl wieder fast wie am ersten Mal, also so total unbeschreiblich. Tatsächlich sind die meisten mit dieser Erfahrung erst einmal überfordert. Das Fehlen der Schwerkraft, die uns sonst jede Sekunde unseres Lebens begleitet, macht unbeholfen. Wer arbeitet, muss sich festschnallen, sonst schwebt man davon. Bei insgesamt 40 Forschern und 12 Experimenten an Bord würde man sich schnell ins Gehege kommen.
Mehr Schwerelosigkeit gibt es nur auf der Internationalen Raumstation. Doch dort könnten die Teams aus Düsseldorf oder Duisburg nie selbst forschen. Die Parabelflüge des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt sind deshalb die einzige Chance. Die wollen sie wissenschaftlich so gut wie möglich nutzen. Ich bin gespannt, wie es wird. Man sieht schon, dass die Aufnahmen prinzipiell gut aussehen. Aber wir müssen es noch bewerten. Das wird die Analyse-Software machen. Und dann müssen wir Statistik rechnen noch. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Nach knapp 3 Stunden fliegt die Maschine die letzte Parabel. Für Bimpom Buta auch die Gelegenheit zu genießen und seinem Team zu danken. Ha ha ha.